Ihr wollt ein Solo Money Glitch? Jetzt habt ihr ein Solo Money Glitch in GTA Online! Auch vor mitten wieder anfangen würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert das, was wirklich die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich fange einfach mal an. Was braucht ihr denn für diesen ultra krassen Solo Money Glitch? Naja, ihr braucht hier eine Arena. In der Arena braucht ihr auch den Bennys Mechaniker, das ist hier auch sehr wichtig. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, was ihr euch gerne duplizieren möchtet. Mein Tipp, nimmt ein Easy aus der Arena in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt bei solchen Glitches einfach am meisten und das ist Fakt, Leute. Davon abgesehen muss das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, auch ein persönliches Kennzeichen haben. Als nächstes braucht ihr auch in der Arena ein ganz bestimmtes Motorrad. Das Motorrad nennt sich Pegassi FCR 1000. Dieses Motorrad findet ihr auf der Bennys Seite und ja, Leute, dieses Motorrad darf noch nicht in der Bennys Version umgerüstet worden sein. Ihr braucht das in einer originalen Version. Und das Motorrad und das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, müssen in derselben Ebene stehen. Das ist auch tatsächlich sehr wichtig. Und zu guter Letzt, klar, ihr braucht auch Fahrzeuge, die bei diesem Glitch verloren gehen können. Also mein Tipp, nehmt einen kostenlosen LG, denn pro LG könnt ihr euch ein Fahrzeug duplizieren. Habt ihr das Ganze? Sehr gut! Dann können wir mit dem Glitch anfangen. Denn als erstes sind wir hier in einer GTA Online-Sitzung. Mein Tipp geht in einer öffentlichen Sitzung, da funktioniert das Ganze generell besser. Gut, seid jetzt hier in Arena angekommen. Dann steigen wir jetzt hier aufs Motorrad drauf und drücken jetzt hier die rechte Falltaste. Sind wir jetzt hier in der Tuning-Garage angekommen mit dem Motorrad, dann gehen wir hier einfach auf Aufrüsten und dann drücken wir nochmal auf den Preis. Denn dann haben wir oben die Meldung, bist du sicher, dass du das Ganze umrüsten möchtest? Und Leute, ich will euch jetzt hier wirklich nicht anlügen, jetzt kommt der Timing-Part. Und der Timing-Part ist nicht leicht, nein, der Timing-Part ist wirklich absolut schwer und ihr müsst es perfekt hitten. Das kann manchmal ein paar Versuche brauchen, deswegen schaut es an, wie ich das gemacht habe. Und ja, Leute, der Glitch funktioniert, vertraut mir. Was müsst ihr jetzt hier machen? Naja, wenn ihr jetzt genau in diesem Menü drin seid mit der Meldung, bist du sicher, dass ihr es wirklich kaufen möchtest, dann haltet jetzt ihr die Optionstaste gedrückt bei eurem Controller. Denn wenn ihr sie theoretisch loslassen würdet, dann würde sich das Optionsmenü öffnen bzw. die Karte sich öffnen. Das ist das Ziel. Gut, wir halten ja immer noch die Optionstaste gedrückt und kaufen das Ganze jetzt auch. Und nach ungefähr ca. 0,5 Sekunden bis 1 Sekunde irgendwo dazwischen, lasst jetzt wieder die Optionstaste los. Sprich, ihr kauft das Ganze und das Optionsmenü öffnet sich. Und was sollte jetzt passieren, wenn das Ganze geklappt haben sollte? Naja, das Motorrad sollte es in der Bennys Version dastehen. Das erkennt ihr an den kleineren Scheinwerfer etc. Aber ihr solltet immer noch im Menü sein, dass ihr das Ganze aufrüsten könnt. Das ist das Ziel. Und ja, das Timing zu hitten ist wirklich schwer. Ich habe da wirklich lange gebraucht in der Aufnahme, ich glaube gut 2-3 Stunden. Deswegen wirklich mein ehrlicher Tipp an euch. Falls ihr einen Freund habt, der mit euch glitchen könnte, dann macht den Money Glitch, wo ein Freund dafür braucht. Das ist an sich derselbe Money Glitch, nur dass ein Freund dafür braucht. Aber gut, ihr seid noch hier, also bedeutet das wohl, ihr habt leider keine Freunde. Egal, wir machen einfach weiter, denn bei mir hat es hier offensichtlich nicht geklappt. Ich bin jetzt hier nicht mit dem Motorrad gespawnt in der Bennys Version. Also gut, versuchen wir es einfach direkt noch einmal. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier wieder auf das Kaufen-Ding, so dass wir oben die Meldung haben, bist du sicher, dass du es kaufen möchtest. Halten wieder die Optionstaste gedrückt, lassen die Optionstaste wieder in richtigen Timing los und zack, es hat nicht funktioniert. Und ja, Leute, tatsächlich, bei jedem Versuch werden euch knapp 200.000 Dollar abgezogen. Und ja, das geht irgendwann richtig ins Geld. Aber Leute, dafür gibt es einen nicen Workaround. Denn wenn ihr, keine Ahnung, so 2 Millionen circa verloren habt, dann könnt ihr einfach euer Internet kappen. Wirklich, einfach euer Internet kappen. Hier einfach ins PlayStation-Menü gehen, geht auf Netzwerk und Internet kappen. Naja, dann werdet ihr wieder ins Hauptmenü geschmissen, dann könnt ihr auch Internet wieder anmachen. Und wenn ihr wieder neu in der GTA Online-Sitzung joint, habt ihr nicht mal einen Penny verloren. Und Leute, das ist tatsächlich sehr gut, denn sonst hätte ich für diesen Money-Glitch-Aufnahmen bestimmt schon 30 Millionen ausgegeben. Und ja, das wäre nicht profitabel. Deswegen macht das wirklich und achtet darauf, dass nicht zu lange wartet mit diesem Internetkappenschritt. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, maximal 2 Millionen auszugeben und wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt, dann kappt euer Internet. Mein persönlicher Tipp an euch. Und Leute, den Trick könnt ihr auch machen, falls ihr mit dem Bennys Motorrad gesponsert, aber das Tuning-Menü auch das Bennys Menü ist. Deswegen auch einfach Internetkappen. Funktioniert genauso, als wäre nie was passiert. Aber gut, Leute, ich zeige euch jetzt den Durchlauf, der funktioniert hat. Das bedeutet, ich bin jetzt hier im Tuning-Menü, habe jetzt oben auch die Meldung, bist du sicher, dass du es kaufen möchtest. Ich halte die Optionstaste gedrückt, drücke X, lasse die Optionstaste im richtigen Timing wieder los offensichtlich und zack, boom, bam, Leute. Ich spawne mit einem Bennys Motorrad, aber ich habe noch das alte Tuning-Menü. Wie geil ist das denn? Und Leute, ihr seid jetzt verglitscht für diesen Glitch. Was müsst ihr jetzt einfach tun? Naja, das Motorrad muss jetzt verschwinden. Das bedeutet, ihr spammt jetzt wirklich einfach nur X durch
Das so gesehen, dass ihr es nochmal kauft. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr zu Fuß bohren und das Motorrad ist komplett aus Arena verschwunden. Ist unsichtbar, ist irgendwie weg. Und genau so soll es sein. Denn jetzt können wir einfach zum Duplizieren gehen. Denn zum Duplizieren gehen wir jetzt einfach hier zum blauen Kreis. Sind wir jetzt in diesem Menü drinne, dann parken wir das Fahrzeug, was wir duplizieren möchten, um mit einem Elegy. Ihr werdet merken, dass sich das Ganze im Menü zwar geändert hat, aber in der Garage hat sich nichts bewegt. Und so soll es sein. Denn jetzt gehen wir aus dem Menü wieder raus und steigen das Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen und ändern irgendwas in der Tuning-Garage um. Es ist völlig egal, was hier ändert, Hauptsache irgendwas mal geändert. Gut, habt ihr was geändert, dann geht ihr einfach wieder zurück zur Garage. Denn jetzt ist euer Fahrzeug dupliziert. Wie gesagt, in der Garage seht ihr es nicht, aber wenn ihr jetzt wieder in den blauen Kreis reingeht, denn ihr werdet merken, dass der LG komplett verschwunden ist und euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, naja, was heißt wolltet, ist jetzt dupliziert. Und das Ganze könnt ihr einfach wirklich weitermachen. Das bedeutet, ihr packt jetzt natürlich wieder das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, um mit einem LG. Dann steigt ihr wieder in das Fahrzeug an, was ihr euch duplizieren wollt, geht in die Werkstatt, tunt irgendwas um, kommt wieder zurück und so weiter und so fort. Und Leute, ganz wichtig, weil es vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann mit den ganzen Hin- und Herpacken, ihr steigt bei diesem Glitch immer nur in das Fahrzeug ein, was ihr duplizieren wollt und tunt da irgendwas um. Nie bei einem LG. Denkt dran. Und Leute, ein kleiner Bonus-Fact. Falls ihr in anderen Ebenen auch noch irgendwelche LGs zur Verfügung habt, dann könnt ihr tatsächlich auch da irgendwas umparken. Denn das geht tatsächlich, dass ihr garagenübergreifend umparken könnt. Dafür müsst ihr einfach nur euer Fahrzeug auswählen, was ihr euch duplizieren wollt und drückt dann Viereck. Dadurch habt ihr die Menüauswahl in verschiedene Garagenebenen und könnt so weit mehr als 25 Kopien machen pro Glitch-Durchlauf. Und das ist krass heftig. Aber gut, sagen wir einfach mal, wir hätten jetzt zu Ende geglitcht und wären jetzt ready. Wie kriegen wir es die Fahrzeuge sichtbar, die wir dupliziert haben? Naja, eigentlich ganz einfach, ihr wechselt die Sitzung. Ja, mehr müsst ihr nicht tun. Ihr wechselt einfach die Sitzung und ihr werdet merken in der neuen Sitzung, dass jetzt die ganzen Fahrzeuge sichtbar sind, die ihr dupliziert habt. Wie geil ist das denn? Und die große Frage natürlich, was bringt es hier so ein Duplikat? Naja, in meinem Fall bringt mein Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber was ich dazu sagen muss, mein Fahrzeug ist nicht komplett maxed-out aufgetuned, denn das könnten sogar bis zu 1,8 Millionen sein. Deswegen Leute, haltet euch rein, macht diesen krassen Sohne Money Glitch. So Leute, generell war es das jetzt hier mit dem Money Glitch Video. Ich weiß, der Glitch hat ultra krasses Timing und je nachdem braucht ihr wirklich Ewigkeiten, um das Timing zu lernen. Brauchte ich auch. Aber wenn ihr es einmal hinbekommen habt oder mehrmals hinbekommen habt, dann werdet ihr ja natürlich auch immer besser und weißt, wann man genau das hitten muss. Aber trotzdem, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, so gut wie es geht zu helfen. Und wirklich, mein aufrichtiger Tipp an euch, wenn ihr einen Freund habt, dann muss er wirklich nur ganz kurz mithelfen. Macht diesen Money Glitch mit einem Freund, weil da habt ihr gar kein Timing. Und das ist deutlich entspannter und einfacher, als das hier solo irgendwie zu hitten, wenn man sowieso keine Übung drin hat. Aber gut, generell hoffe ich trotzdem, dass euch das Money Glitch Video gefallen hat und euch auch sogar weitergeholfen hat. Wenn ja, da würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.